Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es um unsere Sicherheit als Radfahrer und auch E-Bike-Fahrer im Straßenverkehr geht. Ich habe mir ein neues Rücklicht gekauft, ein Rücklicht mit eingebautem Bremslicht, was man ganz einfach selber montieren kann. Und wie das geht, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Das Wetter lädt mich hier heute eigentlich gar nicht zum Radfahren ein. Es ist regnerisch, diesig, wird schon gleich ein bisschen dunkel. Gerade das Richtige, um so eine Lampe mit Bremslicht auszuprobieren. Ich habe auch schon mal eine gut sichtbare Regenjacke angezogen und werde gleich mal sehen, wie einfach die wirklich zu montieren ist. Und das hat mich gerade begeistert, darum habe ich mir die Lampe gekauft. Ja, ich habe sie mir selber gekauft, ist mir jetzt nicht von der Firma zur Verfügung gestellt worden. Ist natürlich trotzdem irgendwo eine Werbesendung, weil ich die ganze Zeit den Markennamen in die Kamera halte und auch nenne. Aber ich bin wirklich überzeugt von dem Produkt, zumindest jetzt aus der Werbung und von dem, was ich gesehen habe. Und darum baue ich mir die Lampe jetzt aufs Rad. Auf der Verpackung steht, dass es sich hier um ein LED-E-Bike-Rücklicht handelt. Die Lampe braucht 5 bis 15 Volt Gleichspannung. Dementsprechend kann man sie auch auf ein normales Fahrrad montieren. Ist laut Straßenverkehrsordnung jedenfalls für jedes Rad zugelassen. Apropos zugelassen, die Lampe hat auch eine Zulassung vom Kraftfahrbundesamt. Du musst Beleuchtung am Rad in Deutschland nämlich haben. Hier oben diese K-Nummer mit dieser Welle davor. Zur Montage benötigt man kein spezielles Werkzeug, einfach nur diesen 8er Maulschlüssel. Damit löse ich jetzt die Muttern hier an der montierten Fahrradbeleuchtung. Und löse dann jetzt die Zuleitung hier zum verbauten Rücklicht. Und in meinem Fall habe ich jetzt hier keine Stecker montiert, sondern einfach die Enden der Litzen sind hier abisoliert. Und das muss ich jetzt mal sehen, wie ich die neue Lampe da montiere. Die Line Brex verfügt über zwei Möglichkeiten, sie anzuschließen. Einmal, wenn ihr Leitungen habt mit eingebauten Steckern, könnt ihr sie einfach hier aufstecken oder halt über die Kabeleinführung hier Klemm montieren, so wie meine alte Lampe auch montiert war. Einfach jetzt die Litzen hier reinstecken. Das Ganze verriegeln. Und wieder festschrauben. Nach dem Einbau jetzt direkt erstmal eine Funktionskontrolle. Schalte einmal das Licht ein. Leuchten tut sie ja schon mal. Wer sich jetzt fragt, woher weiß die Lampe, dass ich bremse, ist doch überhaupt kein Sensor zum Bremshebel verbaut. In der Lampe ist ein Bewegungssensor und der merkt halt, wenn ich die Geschwindigkeit verringere und dementsprechend aktiviert das dann dieses Bremslicht. Ja, liebe Leute, ich finde, diesen kleinen Test hat die Line Brex von Busch und Müller tippitoppi bestanden. Ihr habt gesehen, wenn man normal abbremst, leuchtet die Lampe dauerhaft etwas heller rot. Und wenn man abrupt abbremst, dann blinkt sie sogar. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wer sich auch so ein Rücklicht zulegen möchte, habt ihr gesehen, kinderleicht zu montieren. Braucht man nicht viel Werkzeug für, das kann ja wirklich jeder selber machen. Dann ersetze ich euch einen Link hier in die Videobeschreibung, wie ihr günstig an die Lampe drankommen könnt. Ich habe jetzt gut 30 Euro dafür bezahlt. Wie gesagt, selbst gekauft, kein Geschenk, jetzt kein Aufgeschwatze hier. Ich bin wirklich gut damit zufrieden.
und erhoffe mir auch ein bisschen mehr Sicherheit. Fühle mich jetzt auf jeden Fall sicherer, wenn jemand dicht hinter mir fährt und ich dann bremse, dass das auch wahrgenommen wird. Ja, ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Swobo.